Heute sehen wir uns den Arduino etwas näher an und interessieren uns vor allem für die Anschlussmöglichkeiten. Nicht zu übersehen der Mikrocontroller-Schaltkreis. Dazu nur wenig Peripherie, wie ein Taktgeber, der USB-Controller und die Spannungsanpassung und Stabilisierung für ein extern angeschlossenes Netzteil. Und damit sind wir schon beim ersten Anschluss. Hier kann ein ganz normales Steckernetzteil angeschlossen werden mit einer Spannung zwischen 7 und 12 Volt. Das bezieht sich auf den Arduino Uno, der selbst mit 5 Volt läuft. Es gibt auch Boards mit 3,3 Volt. Vorher unbedingt nochmal in die Dokumentation sehen. Aufpassen, dass die Polarität stimmt, Pluspol innen. Für unsere ersten Experimente brauchen wir das aber nicht. Wenn der Arduino mit dem PC verbunden ist, bezieht er seine Versorgungsspannung über den USB-Anschluss. Sehen wir uns die beiden äußeren Anschlussreihen an. Die Pins 0 bis 13 können als digitale Ein- und Ausgänge verwendet werden. Die Umschaltung erfolgt per Software. Die Anschlüsse 0 und 1 sollten bei angeschlossenem USB-Kabel freigelassen werden, da der Arduino darüber mit dem PC kommuniziert. Auf der anderen Seite gibt es die analogen Eingänge A0 bis A5. Hier können analoge Sensoren wie Fotowiderstände oder Temperatursensoren angeschlossen werden. Daneben sind die Anschlüsse der Versorgungsspannung für unsere Außenbeschaltung. Vielleicht ist aufgefallen, dass es keinen analogen Ausgang gibt. Wie können wir dann unsere Peripherie stufenlos ansteuern, also zum Beispiel eine LED dimmen oder die Motordrehzahl einstellen? Bei den digitalen Anschlüssen sind einige mit einer Tilde markiert. Also hier die Anschlüsse 3, 5, 6 und 9 bis 11. Hier steht Digital PWM und das steht für Pulsweitenmodulation. Die digitalen Ausgänge kennen zwar nur zwei Zustände. Wenn man die Ausgangsspannung taktet, kann man aber über die Impulsbreite die Energie am Ausgang stufenlos regeln. Und da sind wir bei den Pegeln. Der Arduino erkennt Spannungen bis 1,5 Volt als Low-Pegel und oberhalb 3 Volt als High. Bei den 3,3 Volt Boards liegen die Grenzen bei 1 bzw. 2 Volt. Generell sollte man den Anschlüssen keine Spannungen zumuten, die oberhalb der Betriebsspannung liegen. Die maximale Strombelastbarkeit liegt bei 40 mA. Das reicht aus, um eine LED direkt anzuschließen. Bei größeren Strömen sind entsprechende Treiber notwendig. Vorsicht beim Anschließen von induktiven Lasten wie Relais oder Motoren. Die auftretenden Spannungsspitzen müssen auf jeden Fall entschärft und vom Controller ferngehalten werden. Werfen wir zum Schluss nochmal einen Blick auf das Board. Zur Funktionskontrolle gibt es vier LEDs. Eine Power-LED, die leuchtet, sobald die Betriebsspannung anliegt. Die TX- und RX-LEDs zeigen die Kommunikation mit dem PC an und flackern beim Programmieren des Chips oder bei der seriellen Datenausgabe an den PC. Die vierte LED ist intern mit dem Pin 13 verbunden. Damit kann man Tests durchführen, ohne erst eine externe LED anschließen zu müssen. Und genau das werden wir beim nächsten Mal machen, wenn wir den Arduino in Betrieb nehmen. Bis dahin.